Hallo Campingfreunde, neblige Grüße aus dem schönen Luxemburg. Ja, wir sind jetzt endlich mal richtig auf dem Weg und für diesen nebligen Sonntag haben wir uns vorgenommen, unsere Küche ein bisschen zu pimpen. Ja, man sieht, wir haben hier noch so eine Spanplatte, die auch schon deutliche Gebrauchsspuren hat. Die wollen wir heute ersetzen. Wir haben im Baumarkt eine Naturholzplatte gekauft, die wird geölt und gesägt und ja, wie wir das machen, das will ich hiermit mal dokumentieren. Die gröbsten Sachen hätten wir mal ausgebaut, Steckdose, Herd und natürlich unsere most famous Mittelkonsole, die eigentlich alles bei uns steuert. Hat natürlich mal wieder länger gedauert als gedacht, aber jetzt können wir endlich die Platte rausnehmen und dann die neue Platte zusägen. So würde die neue Platte schon mal aussehen. Mal ganz grob noch mit Schutzfolie drauf. Ja, jetzt geht es dran, das Ganze so anzuzeichnen, dass die Kabel hier durchpassen, dass hier hinten alles passt und das Ganze möglichst so, dass wir vor Sonnenuntergang fertig werden. Die Platte scheint jetzt erstmal grob zu passen. Ich switch mal, jawohl. So, wir sind hier, das ist so einigermaßen gut. Ja, gut genug, ich bin zufrieden, sagen wir es mal so. Jetzt geht es natürlich darum, die Aussparungen für den Induktionsherd und für das Spülbecken reinzumachen. Das wird allerdings der einfache Part, schätze ich, hoffe ich. Das hier war echt ein bisschen Gefrickel, aber soweit so gut, der Rest richtet Silikon. Jetzt hätte ich euch fast vergessen. Und hab schon mal ohne euch angefangen. Jo, so sieht's aus. Tischplatte ist alles angezeichnet. Die Öffnungen für die Spüle und den Induktionsherd, den säge ich jetzt schön zu und hoffe, dass es nachher passt. Wir sind mit dem Ölen fertig. Es sieht soweit eigentlich auch ziemlich geil aus. Jetzt haben wir nur das Problem, dass hier ab und zu Insekten rumfliegen und sich da vielleicht draufsetzen, aber auf jeden Fall alles schön eingeölt. Bin mal gespannt, wie das nachher die Feuchtigkeit abhält. Aber die Oberfläche ist echt total cool jetzt. Jo, jetzt lassen wir das trocknen. Achso, ja, wir haben übrigens schönes Leinöl benutzt. Irgendwelches Bio-Leinöl. Wunderbar. Ja, ich hoffe, hier vertreibt uns jetzt niemand von unserem Spot, bis das Ganze trocken ist. Aber, naja, bis ein paar Stunden kann man es bestimmt reintun. So langsam ist das Öl hier trocken, leider ein paar Blasen, naja, aber alles in allem bin ich sehr zufrieden. Wir haben jetzt hier erstmal ordentlich aufgeräumt. Wie sich's gehört, hinterlassen wir natürlich nichts, was hier nicht hingehört. Ja, wir hatten jetzt hier schon mal ein paar besorgte Luxemburger, die hier angefangen haben zu fotografieren, drum werden wir jetzt wohl mal einen kleinen Spotwechsel machen. Bis später! Hallo Campingfreunde. Wir haben es geschafft. Das war ein krass langer, wahnsinnig anstrengender Tag. Aber es funktioniert wieder alles. Induktionskochfeld. Nutzwasser, Trinkwasser, die Anzeige, der UV-Sterilisierer, einfach alles. Und natürlich das Licht. Ich bin total am Arsch, aber ich freue mich.